Sexsucht, die Last der Lust. Das ist, meine Lieben, wenn eine Lust zur Last wird. Das betrifft eine jede Sucht, sei es die Sexsucht, sei es die Fresssucht, sei es Alkoholismus, es ist alles dasselbe. Viele verstehen das nicht, die sagen, nein, nein, das ist doch ein Unterschied, ob ich in dieser Weise süchtig bin oder in einer anderen. Jede Art von Sucht entsteht, wenn man eine gewisse Grenze überschreitet und sich zu sehr auf diese Aktivität fixiert, ja, sich damit identifiziert. Wir haben bei jeder Sucht einen wunderbaren Beweis dafür, dass der Mensch eben nicht der Körper ist. Denn wenn ich dem Verlangen des Körpers folgen würde und ich wäre der Körper, wäre das doch wunderbar für mich. Also ich fresse, bis ich platze. Ich habe so lange Sex oder Sexsucht oder eine Alkoholsucht, bis ich dran sterbe oder bis mir irgendwas passiert. Es wäre ja normal. Ich bin ja der Körper. Da sehen wir sofort, meine Lieben, und das ist ganz wichtig. Bei jeder Sucht zeigt sich, dass es einen gibt, der süchtig ist und das, was ihn zur Sucht treibt. Der Körper hat auch einen Eigenwillen. Schopenhauer schrieb einst, kein Körper ist ohne Sucht und Begier. Da muss man aufpassen, meine Lieben. Also, wenn wir den Körper zum Beispiel ernähren ganz normal, dann ist er damit zufrieden. Wenn wir aber jetzt, das klingt eben sehr spießig vielleicht, wenn wir jenseits der Notwendigkeit essen, nur um den Genuss zu haben, wenn wir dem Genuss verfallen, ist das auch ganz in Ordnung. Nur irgendwann wird dieser Drang überschritten, wir haften mehr und mehr dem Genuss an und der Körper sagt dann, ich will mehr und mehr. Oder andersrum, vorsichtig gesagt, wir sagen, diesen Genuss, den ich da empfunden habe, den möchte ich verstärken. Warum sagen Menschen das? Es ist meistens so, dass diese Menschen unglücklich sind und während dieser speziellen Aktivität, sei es Essen, Trinken, Sex und so weiter, das Lustgefühl verspüren und wenn die Depression kommt, die sie haben, oder das Unglücklichsein, dann ja flüchten sie sich in diese Aktivität und empfinden auch dafür einen Augenblick eine große Lust. Die Sexsucht führt zur Depression und das ist etwas, was viele Sexsüchtige und andere Süchtige auch nicht verstehen. Wenn es so schön ist, warum bin ich danach depressiv? Da kann ich nur dazu sagen, die Seele weint. Für eine Weile gibt sich die Seele dieser Aktivität hin und sagt dann, das bin ich nicht, das mag ich nicht. Und dann fühlt dieser Mensch, der Süchtige, irgendwann eine Traurigkeit, eine Depression in sich. Das ist nicht die Traurigkeit des Körpers. Das ist die Traurigkeit der Seele. Die Seele weint, habe ich mal ein Lied geschrieben darüber. Solange man das nicht versteht, meine Lieben, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist, welcher einen Körper hat, werden wir niemals in der Lage sein, auch die Psychologen nicht und die Psychiater nicht, einen Süchtigen wirklich zu therapieren. Die konzentrieren sich viel mehr auf den körperlichen Teil und versuchen da herum zu manipulieren. Und der Körper, der wird sich dann wehren, weil im Körper eben diese Tendenz schon da ist. Ja? Sexsucht ist eine Hypersexualität. Man verspürt eine außergewöhnlich starke sexuelle Motivation. Und das ist bei einem Sexsüchtigen mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Wenn er nämlich schon so tief in dieser Sache drin ist, dass irgendetwas in ihm sagt, ich sollte es eigentlich nicht tun, es macht mich doch traurig, es macht mich depressiv, es macht mich krank und er tut es trotzdem, dann ist er bereits sozusagen in den Fängen dieses Dämons. Und er folgt immer mehr dem Verlangen, im Falle der Sexsucht, der sexuellen Aktivität, sei es Masturbation oder was anderes. Oder sexuell mit anderen Menschen oder pervers, wie es ja jetzt die Tendenz ist. Meine Lieben, die Menschheit ist per se unglücklich. Und sie stürzt sich in großen Massen in den sexuellen Genuss
um ihrem Gefühl des Unglücklichseins zu entgehen. Deshalb sind Filme wie 50 Shades of Grey und so weiter, da gehen die Leute rein. Da sagen die, vielleicht gibt es dann noch eine Steigerung, dass ich endlich aus diesem Unglück, aus dieser Depression herauskomme. Und tiefer stürzt sich die Menschheit in das Physische und wird immer unglücklicher. Das ist ja auch das Ziel der Illuminaten und der Bilderberger. So versklaven sie ja die Menschen. Und da ist Aufklärung nötig, meine Lieben. Das Buch des Lichts lehrt ganz klar, dass sexuelle Aktivität nur zur Erschaffung neuen Lebens da sein soll, benutzt werden soll. Sonst nicht. Gut, wir sind alle schon von diesem Prinzip heruntergefallen. Wir sehen ja auch das Problem. Meine Lieben, alles, was jenseits der Notwendigkeit zur Erhaltung physischen Körpers oder zur Erhaltung der Existenz auf der physischen Ebene benötigt wird, alles, was jenseits davon ist, geht in die Suchtrichtung. Und wir sehen ja, wie die ganze Gesellschaft ja auf allen Ebenen ganz bewusst süchtig gemacht wird. Da gibt es die vielen Überraschungseier aus Schokolade, da gibt es die verschiedenen Nahrungen, die verschiedenen Produkte, die eigentlich völlig unnötig sind, die den Menschen nur tiefer in das Verlangen nach Essen, Trinken und so weiter hinein tun. Und natürlich, was die Sexsucht anbelangt, da hilft die Pornoindustrie noch mehr, um den Menschen noch mehr zu versklaven, auszunehmen, ihm das Geld abzunehmen. Ja. Und ich bekomme mehr und mehr E-Mails von Menschen, die sexsüchtig sind und sagen, was soll ich tun, Lanu? Um wirklich zu verstehen, meine Lieben, wie man eine Sucht, jede, ob Sexsucht oder eine andere, behandelt und sie wieder los wird, muss man hier genau zuhören. Und dann wird man für sich selbst entscheiden, ob das etwas ist. Der Mensch ist ein geistiges Wesen. Dieses geistige Wesen hat geistige Bedürfnisse. Aber wenn eine Seele noch jung ist, oder eine Monade, wie wir sagen, und wenn sie viele Leben lang vielleicht sich in die physische Materie gestürzt hat und sich mit diesen Sachen identifiziert, dann wird sie mit diesem Verlangen bereits geboren. Das heißt, der Mensch wird schon, viele Menschen werden schon süchtig geboren und haben dann das große Problem. Wie kann man dieses Problem lösen? Man muss die Lehre, sich mit der Lehre beschäftigen. Und dann wird man erkennen, die Wahrheit des Satzes, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist. Wenn ein Sexsüchtiger oder eine Sexsüchtige zum Therapeuten geht, dann versucht er nach Freud'scher Methode, Libido-Theorie und so weiter, zu fragen, hat man dich als Kind sexuell belästigt oder dies und jenes. Und viele sagen, ja, das war so und so und so. Und der Therapeut wühlt, Entschuldigung, in der Scheiße zusammen mit dem Süchtigen und wühlt und wühlt und wühlt und kann ihm nicht wirklich helfen. Eine Sucht kann ich nur loswerden, indem ich die Energie, die benutzt wurde, um süchtig zu werden, umkehre und sie wieder nach oben ziehe, raus aus dem genitalen Bereich, nach oben ziehe, das sogenannte Kundalini, sagen wir, ja, im Buch des Lichts, diese Energie wieder transformiere. Und da komme ich zu einem Begriff, meine Lieben, Transformation. Das ist eine ganz wichtige Sache. Transformation. Das bedeutet, dass etwas, das uns in den Sumpf der Sucht hineingebracht hat, uns auch wieder herausbringen kann. Genau diese selbe Energie. Aber ich transformiere sie, entferne sie aus dem Sumpf des Libido-Bereiches, sagen wir mal, und ziehe sie wieder nach oben und die entsprechenden Zentren im Körper, im Gehirn, werden sich öffnen. Wir öffnen die Fenster zur Seele. Wie machen wir das? Schritt für Schritt, da kann es Rückfälle geben. Wie ziehen wir diese Energie hoch? Wie werde ich von einem Süchtigen zu einem nicht mehr Süchtigen? Ich muss mich geistig
beschäftigen, denn der Geist will geistige Beschäftigung. Das heißt, ich muss wissen auch, meine Lieben, wo ist mein Platz in diesem Leben? Warum bin ich jetzt Mann? Warum bin ich Frau? Warum bin ich dies oder das? Ohne sich grundsätzlich mit der Lehre zu befassen, werden das immer nur Symptombehandlungen sein, wie ja unsere gesamte Medizin nur diese meist nur Symptome behandelt und nicht die Ursache. Diese Energie, die jetzt mich versklaven will in Form der Sucht, die darf ich nicht verdrängen. Ich kann nicht einfach zu einem Sexsüchtigen sagen, jetzt hab einfach keinen Sex mehr und komm zum Therapeuten. Wenn er zum Therapeuten kommt, der meist keine Ahnung hat, dann fühlt der Sexsüchtige oder jeder anderen Sucht, zunächst eine Befreiung, weil er reden kann. Aber auch da sieht man schon, er kann das Ganze ein bisschen loswerden, er kann es transformieren, indem er sich äußert und fühlt sich besser. Aber das genügt nicht. Er geht nach Hause, fühlt sich schlechter. Dann erinnert er sich, als ich beim Therapeuten war, fühlte ich mich besser. Also gehe ich wieder hin und legt sich wieder auf die Couch und wird wieder, im Falle der Sexsucht zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei dem Thema, erzählt vielleicht, wie er als Kind sexuell missbraucht wurde, meistens von den Eltern übrigens oder von Verwandten und so weiter, und darunter gelitten hat. Und deshalb, und da ist viel Wahres dran, meine Lieben, wenn jemand als Kind und überhaupt sexuell missbraucht wurde, dann kommt in ihm der allerdings falsche Schluss, ich werde nur geliebt, wenn ich mich genital äußere, wenn ich mich auf sexueller Ebene hingebe, dann werde ich geliebt. Diese Logik frisst sich in das Denken eines solchen Menschen ein. Also ist er sehr aktiv und hyperaktiv, zum Beispiel auf der sexuellen Ebene. Weil er sagt, da habe ich Aufmerksamkeit gehabt. Viele Schauspieler und Schauspielerinnen, auch die in Pornofilmen und so weiter arbeiten, die sagen, da habe ich Aufmerksamkeit. Da fühle ich mich akzeptiert. Und so machen sie immer weiter auf dieser Ebene und schneiden sich immer mehr von ihrer geistigen, sagen wir mal, von ihrem geistigen Potenzial ab. Und dann kommt die Depression. Das Wort Depression sagt es ja schon. Depression, also ein geringer Druck von wo? Na, von der geistigen Substanz. Der Süchtige schließt die Fenster zu seinem geistigen Wesen, das er eigentlich ist. Was sind diese Fenster, meine Lieben? Was sind diese Fenster, meine Lieben? Das sind die Chakren unter anderem. Das ist das Gehirn selber, welches auch in sich ein Fenster, ein Habitat für den Geist hat. Das hat derjenige, der süchtig ist, verschlossen. Und taumelt von Begierde zu Genuss, von Genuss zu Begierde, von Begierde zu Genuss, von Begierde zu Genuss. Und wird immer unbefriedigter, weil der Wunsch immer größer wird, die Begierde wird größer. Willem Busch sagt es wunderschön in seinem Gedicht oder in einem Satz, ein Wunsch, wenn mal erfüllt, bekommt automatisch Junge. Das heißt, wir müssen mal versuchen, zunächst einmal uns in einen Zustand der Begierdelosigkeit zu begeben. Das ist mal der erste Schritt. Parallel mit der Lehre, meine Lieben, ohne die Lehre oder ohne einen Therapeuten, der davon überhaupt Ahnung hat, haben wir keinen Fortschritt. Ursprung und Bestimmung von Mensch und Universum. Wir müssen uns also mit dem Buch des Lichts befassen, verbunden mit Meditation.